Hallo und herzlich willkommen zurück in Willowbrook. Die letzten Tage waren doch ein wenig ereignisreich und wir wissen noch nicht, was auf uns zukommt. In der letzten Nacht, nach einem Ausflug in die Wälder zu einem Friedhof, hatten unsere vier Teenager sehr, sehr schlimme Träume von toten Tieren, die zu ihnen kommen, sie beißen und kratzen und ihnen unsägliche Qualen zufügen. Und so wachen alle vier schweißgebadet in ihren Betten auf. Ob der Hitze des Sommers oder wegen des Albtraums. Sam, deine Tür geht auf. Miss, es wird Zeit aufzustehen. Ich bin ja gerade schon wach geworden. Voller Panik schmeiße ich die Decke auf Seite und setze mich direkt hin und sage, ja, was? Moment, ich bin zu Hause. Oh, Sie sind ja schon wach, Miss. Darf Maria? Ich Sie, ja? Ja, Samantha? Ist gut. Wir haben nächsten Tag. Ja, was wolltest du, Maria? Ihre Mutter hat heute einen vollen Terminkalender. Aber ich soll ihn ausrichten, ihr Vater ist im Haus und wünscht mit ihnen zu frühstücken. Deswegen, sie guckt kurz auf deinen Radiowecker und meinst du, deswegen habe ich eine halbe Stunde früher sie geweckt. Danke, Maria. Ich mache mich fertig und komme runter. Bis gleich. Sie zieht die Tür so drei Viertel wieder zu. Hä, hey, das ist neu. Sonst lässt sie die immer auf. Mhm. Ich muss mich trotzdem erstmal sammeln. Und so, oh Mensch, was war das denn? Und guck direkt zu dem Käfig, wo Silver drin ist. Schau, ob er schon wach ist oder vielleicht sogar wach geworden ist, weil ich wahrscheinlich irgendwelche Geräusche gemacht habe im Schlaf. Das war schon echt nicht schön. Geh zu ihm hin, hol ihn raus und drück ihn erstmal ganz doll. Er faucht dich an. Also nicht so doll, dass ich ihm wehtue. Er faucht dich an. Silber, was ist los? Er fängt an, nach dir zu kratzen. Ist okay. Du bleibst heute zu Hause. Es passt schon. Frettchen dürfen ja anscheinend eh nicht zur Schule. Habe ich irgendwie mal gehört. Er versucht von dir weg, so in die hinterste Ecke seines kleinen Stalls zu kommen und sich da so ein bisschen in Stroh und so zu verstecken. Ich mache alles fertig, dass er alles hat für den Tag. Bin vollkommen verwirrt. Lass die Klappe auch auf, weil ich weiß, wenn er rumlaufen will, macht er ja nichts eigentlich. Und such mir mal ausnahmsweise frische Klamotten raus und schmink mich ganz fix. Dementsprechend sieht es auch so aus und gehe dann total verdattert runter. Also so richtig wie, als wenn ich nur halb da wäre. Mhm. Dein Vater sitzt tatsächlich am Tisch. Genauso auch deine Schwester, geschniegelt, herausgeputzt, das Cheerleader-Kostümchen an. Dein Vater, so die Zeitung so aufgeschlagen, so vor sich, ne, nachdem er so deine Schritte hört, fliegt er so eine Ecke um, guckt kurz über die Ecke rüber. Guten Morgen, Schatz. Morgen, Dad.
morgen, Patricia. Sie seufzt und laut und vernehmlich und... Ich drehe mit den Augen und setz mich hin. Kinder, Kinder. Kein Streit beim Frühstück. Der würde auch anders aussehen, aber okay. Hinter der Zeitung hörst du ein Samantha, deine Mutter hat mich darüber informiert, dass es in der letzten Woche wohl zu Verspätungen kam und sie deswegen direkt vom Direktor angerufen wurde. Ich weiß nicht, ob Ma zu spät auf die Arbeit gekommen ist. Patricia kriegt bereits einen leicht rötlichen Hals und du bemerkst, sie holt gerade auch so, um eine Tirade loszulassen. Ja. Gut, du bist zu spät, sie fängt an und ledert los. Ja, Dad, und außerdem, ihr ganzes Verhalten, das ist unmöglich. Die Lehrer fragen mich immer nach ihr. Und das ist, also, da gehen Gerüchte um über unseren Haushalt und, also... Daraufhin dein Vater, Patricia, ich rede mit Samantha. Ja, aber Dad, das ist völlig ungerecht. Patricia... Möchtest du nun zu Weihnachten vielleicht Autofahren lernen oder nicht? Ja, Dad, möchte ich, aber das ist... Patricia, das wird zur Diskussion gestellt, wenn du nicht gleich den Mund hältst. Und die Zeitung wird zusammengefaltet, zur Seite gelegt. Er nimmt so sein Brot und fängt an, es zu schmieren und schaut dann in deine Richtung. Ich gelobe Besserung. Schatz, ja, das möchte ich hoffen, denn Mama hat gemeint, das wäre schon sehr kritisch. Das könnte zu Problemen führen. Und ich möchte ja nicht, dass du dir deine Zukunft verbaust. Zukunft. Hier. Genau. Also, erstmal reden wir ja vom College, ne? Das ist jetzt zwar noch ein bisschen hin, aber, ne, wir müssen ja früh den Grundstein legen. Da fällt mir ein, Maria hat mir noch gar nicht, hat nicht erzählt, dass du Freunde hier hattest. Du warst doch in New York so gesellig. Ich verschränke die Arme. Ich esse definitiv heute früh nichts. Ja, in New York. Schatz, es ist nun mal so. Wir wollten näher bei deiner Oma sein und dafür habe ich sehr viel investiert. Und außerdem waren deine Mom und ich der Meinung, dass dieses Umfeld sehr viel besser zum Aufwachsen ist für deine Schwester und für dich. Schön, dass ihr immer bestimmt, was am besten für uns ist oder für mich. Schatz, ja, das ist unser Job. Dad, ich habe keinen Hunger. Darf ich zur Schule gehen? Er guckt so auf die Uhr. Ja, dann bist du vielleicht auch pünktlich. Und er verkneift sich ein Grinsen. Du merkst, wie er sich sehr angestrengt so ein Grinsen verkneift. Ich habe ja gesagt, ich gelobe Besserung und stehe auf... würdige meine Schwester keine Blicke und mach mich fertig für die Schule und gehe. Mhm. Du siehst noch so aus dem Augenwinkel, dein Vater nimmt die Zeitung wieder hoch und in dem Moment, wo die Zeitung halt wieder oben ist, streckt dir deine Schwester die Zunge raus und blöde Kuh. Typisch Geschwister halt. Mhm. Steven, dein Radiowecker, beziehungsweise dein Wecker. Mörp, 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 mörp. Du liegst seit 3 Minuten im Bett und bist halt schon hellwach, einfach aus dem Traum aufgeschreckt.
Ich taste erstmal blindlings, um den Wecker auszuschalten. Und versuche da irgendwie da drauf zu hauen, damit er endlich Ruhe gibt. Und versuche mich wieder zu fangen und das Erlebte zu verarbeiten und am besten irgendwie auch zu vergessen. Weil, ja. Es war kein schönes Erlebnis. Mhm. Vor allem, ja. Mit die Eule hat ja auch nachts eine Bedeutung, wenn sie ja Geräusche macht. Mhm. Ja. Von der Sache her. Ich versuche langsam aufzustehen und mach erstmal die Vorhänge vom Fenster weg und mach das Fenster auf, um ein bisschen frische Luft reinzulassen. Der frühe Morgennebel will so ein bisschen in dein Fenster hinein und lässt deine Kleidung klamm werden. Aber die frische Luft tut tatsächlich ganz gut, deine Gedanken ein bisschen zu sortieren. Die Tür hinter dir geht leise quietschend auf. Ich drehe mich um. Frank steht da und guckt dich guckt dich sehr durchdringend an. Guck ihn an und sag: Guten Morgen, was willst du? Guten Morgen, Steven. Hast du gut geschlafen? Gut ist Definitionssache. Mom hat schon einen Zettel hinterlassen. Das Frühstück ist im Kühlschrank und du hast das Mittagessen von gestern nicht gegessen. Das ist heute für dich da. Danke, Frank. Ich muss jetzt auch gleich los zur Arbeit. Gehst du gleich zur Schule? Ich mache mich frisch, ich frühstücke und dann gehe ich zur Schule. Ich könnte noch 10 Minuten auf dich warten, dann könnte ich dich zur Schule fahren. Alles gut, alles gut. Komm du nicht zu spät zur Arbeit, ich muss noch meine Sachen machen. Okay. Aber danke dir. Pass auf dich auf, kleiner Bruder. Danke, Frank. Und er macht so den Schritt zurück und dabei zieht er die Tür so leise, also so quietschend wieder zu. So. Memo an mich selber, ich muss Öl besorgen. Ja, ich schüttel verwirrt den Kopf und ziehe auch erstmal frische Klamotten an und gehe runter in die Küche und tu erstmal mein Frühstück essen. Tatsächlich liegt auf der Anrichte ein Frühstück und daneben liegt tatsächlich so eine kleine, ja ungefähr so große Schachtel. Sieht aus wie eine nicht benutzt oder wie so eine Schmuckschatulle, beziehungsweise so ein Schmuckkästchen. Ja, also, okay. Also so ein Pappteil, wo man halt so ein Ringbehälter drin hat, den man so aufklappen kann. Nur die Pappbox, genau. Und dann mache ich den mal auf. Okay, da ist tatsächlich so eine Haftnotiz dran. Also jetzt fällt mir so eine, genau, so ein Post-it, so ein Sticky Note mit der Handschrift deines Bruders drauf. Habe ich auf Arbeit gesehen, musste ich für dich holen. Guck es fragend an und mach's halt trotzdem erstmal auf. Okay. Da drin ist ein Radiergummi in Form eines Aluhütchens oder eines Aluhuts. Ungefähr, naja, so groß. Also, den kannst du von der Größe her halt bis ins College benutzen. Oder schmeißen. Oder schmeißen. Das Ding ist halt so massiv. Ja, das ist schon.
sehr massiv. Mhm. Radiergummi oder Waffe? Du kannst es dir überlegen. Ich muss dann doch lachen irgendwie. ja, ich pack ihn ein. Ja. Ja, das Frühstück schmeckt soweit gut, so wie immer, was Mom vorbereitet hat, so deine zwei Sandwiches schön in der Mitte auseinandergeschnitten und natürlich vom Toastbrot die Ränder abgeschnitten, ganz klar. Ne? So wie du es halt liebst. Ja. Okay. Und dann machst du dich wahrscheinlich auf zur Schule. Ja, ich nehme das Mittagessen noch mit für den Fall der Fälle und dann geht's auf mit meinem Fahrrad zur Schule. Okay. Lisa. Du schreckst von dem Albtraum hoch und etwas umfängt dich, was du nicht kennst. Bleierne Stille im Haus. Es ist absolut ruhig. Ich gucke auf die Uhr. Es ist 5.25 Uhr. 5 Minuten, bevor deine Eltern aufstehen. Es ist wahrscheinlich schon, es dämmert wahrscheinlich schon, richtig? Ja. Als allererstes knipse ich die Lichterkette über meinem Bett an. Um nicht nur den Schein von draußen, sondern auch einen für mich gemütlichen, vertrauten Atmosphäre wieder zu schaffen. Dann reiße ich das Fenster auf, um frische Luft zu bekommen und schüttel mich von diesem fürchterlichen Traum. Und stelle mich erstmal ans Fenster und atme. Luft. Die Augen zu und hol tief Luft und ich genieße die Stille. Die Luft, die dir entgegenquillt, ist geschwängert vom Morgennebel. Die Laternen, die Straßenlaternen zeichnen rötlich-orangenes Licht in den Nebel hinein. Und du hast, während du so dastehst und einfach nur atmest, das Gefühl, dass zwischen den Lichtkegeln im Nebel Dinge umherhuschen. Versuche ungefähr 2 Sekunden genauer hinzuschauen und das genauer zu erkennen. Dann überlege ich es mir anders, mach das Fenster wieder zu und zieh die Gardine zu. Okay. Ich setze mich aufs Bett und reibe meine feuchten, vom Albtraum noch feuchten, schwitzigen Hände an meiner Schlafanzughose trocken. Und dann mache ich das, was ich gewohnt bin zu tun. Ich nehme mir das nächste Buch. Mhm. Und weil Lesen beruhigt mich und Lesen gibt mir Sicherheit und in Büchern findet man immer Antworten. Ich habe nicht genau geguckt, welches Buch ich da mir gegriffen habe. Ich habe einfach in meine Tasche reingelangt und das ist das Buch vom Friedhof, das ich eingesteckt und mitgenommen habe. Mhm. Mach bitte mal einen Klugheitswurf. Mhm. Das ist eine 10. Würfle bitte erneut. Für die, die beim letzten Mal nicht dabei waren, Würfel explodieren. Oh, es wäre beinahe die 6 gewesen. So ist es nur die 14 und wegen den 2 Punkten schaffst du die Probe natürlich nicht. Natürlich schaffst du die Probe.
Dir fällt tatsächlich etwas auf, während du so einfach nur so durch die Seiten halt durchblätterst. Ein paar der Zeichen, das ist ganz eigenartig. Das ist so ein bisschen, das könnte ein Rätsel sein. Und dann fällt es dir auf. Die Buchstaben sind gespiegelt geschrieben. Also teilweise. Also die Zeichen, die ihr vorher nicht lesen konntet, weil sie halt einfach zu verschnörkelt sind. Man braucht wahrscheinlich nur einen Spiegel. Ja, ich bin Mädchen. Spiegel habe ich. Mhm. Ich gehe zu meiner Nachttischschublade und greife so meinen kleinen Handspiegel und klappe den auf und ja, neugierig bin ich halt, ne? Und versuche diese Buchstaben oder diese Wörter durch den Spiegel zu lesen. Mhm. Und guck, ob der Text dadurch mehr Sinn ergibt. So, gib mir eine Sekunde, ich habe da Dinge vorbereitet. So, nein, das ist nicht. Das habe ich vergessen aufzumachen. Alles gut. Muss ich suchen? Währenddessen wird's im Haus tatsächlich etwas lauter. Zuerst stehen deine Eltern auf, dann die älteren Geschwister. Genau. So. Du kriegst gleich von mir den Text geschickt. Mhm. So. Und dann kannst du das tatsächlich vorlesen. Nein, entschuldige, so weit sind wir noch nicht. Ha, jetzt muss ich nochmal kurz zurückdrehen. Genau, und zwar, du liest tatsächlich davon, dass es in den vergangenen Zeiten jemanden gegeben haben soll, den man hier, beziehungsweise den Mönche hier, den Animalium Susurator genannt haben. Das packe ich auch. Animalium. Genau. So. Susurator. Genau. So, ich habe es auch in den Chat geschrieben. Und genau, der soll wohl ursprünglich ein Abkömmling der hier ansässigen Natives gewesen zu sein, der schon vor sehr, sehr langer Zeit halt über eine lange Linie das halt immer wieder vererbt hat, eine Art Schamane. Das kannst du lesen. Und ja, aus irgendeinem Grund war es dann halt ein Weißer und der soll wohl die Herrschaft über die Tiere gehabt haben. Genau. Okay, also dieser Begriff Animalium Susurator besagt quasi die Herrschaft über die Tiere. Mhm. Also so liest sich das zumindest in dem Buch. Mir wird und die schlecht. Tür geht auf und deine Mutter kommt herein. Schwätzchen, Zeit zum Anziehen. Ich knall das Buch zu und schmeiß das in die Ecke, spring gleichzeitig auf und versteck so ein bisschen so die Hände hinterm Rücken, so als hätte ich irgendwas zu verheimlichen, so ja, okay, ich bin schon wach, ich komm gleich.
Kümmerst du dich wieder um die Kleinen? Welche Kleinen? Ja, klar. Ja, ja. Müssen nur noch angezogen werden. Okay. Zähne schon geputzt? Zähne sind schon geputzt. Okay, okay. Gibt es Kaffee unten? Junge Dame, natürlich gibt es Kaffee. Okay, okay. Ich komme sofort. Sie nickt und ja, geht wieder aus deinem Zimmer. Übliches Prozedere. Ich kritzel so das, was ich gerade rausgefunden habe, auf in so einen Zettel, der da auf meinem Schreibtisch liegt. Fürchterliches Chaos, aber geordnetes Chaos. Und kritzel da so drauf, was ich irgendwie gerade rausgefunden habe oder was ich glaube, was ich rausgefunden habe, und dann ziehe ich mich an und stopfe mir so den Zettel irgendwie in meine Jeanshosentasche. Das Buch packe ich ein und nehme meine Schultasche mit, wie ich sie gestern irgendwie in die Ecke gepfeffert habe. Ob ich die richtigen Schulbücher dabei habe, keine Ahnung, ist mir auch gerade vollkommen egal. Leg die Tasche in die Ecke und gehe zu meinen Geschwistern und versuche den Kampf der Anziehkämpfe auszufechten. Mein Gott, man sieht so viel Schmerz in deinen Augen. Wenn ich fertig bin, gibt's Kaffee. Mhm. Wenn Sam das wüsste, wäre sie stolz. Ich war schon am Überlegen, so zu machen. Ja, auch du wirst dann wahrscheinlich nach 2 bis 3 Tassen Kaffee in Richtung Schule dich aufmachen. Okay. Aber natürlich pünktlich. Natürlich. Immer pünktlich. Also das ist eine Regel, die funktioniert bei euch immer zu Hause. Du kannst pünktlich gehen. Also ob die Kinder nun fertig sind oder nicht, spielt in dem Fall keine Rolle. Es gibt eine Uhrzeit, zu der gehst du. Genau. Harper, du schreckst auf, denn draußen hörst du lautes Moon. Oh Gott, was ist los? Spring auf und bin, Gott, wo bin ich? Also, so, ja, okay. Ich torkel zum Fenster und bewege mich langsam, aber torkel ich zum Fenster, guck raus, was sehe ich denn? Die Kühe sind ja in der Scheune, also ihr habt die noch nicht rausgelassen oder so, aber von der Scheune so ein richtiges Mu-Konzert, als wäre halt ein anderes Tier in den Stall eingedrungen. Das passiert mitunter halt mal, ne? Ein Wolf oder ein Fuchs, ja, ne? Ein Kojote oder irgendwas, genau. Mhm. Ich würde Schuhe anziehen, einfach in die Stiefel springen, ohne Oberteil, irgendwas, einfach Hose drüber ziehen, zack. Zähne putzen, Scheiß drauf, so, und runter in den Stall, genau. Ja. Also Treppe runter, tap und in den Stall sprinten. Während du die Tür aufreißt, hörst du tatsächlich oben deinen größeren Bruder, der zum ersten Mal in deinem Leben nach dir dran ist, wenn es um sowas geht. Also du hörst, wie Mark gerade so aus dem Bett heraus stürzt aufgrund des Gemus. Ja, das ist nicht seine Art, das ist weird. Ich drehe mich rum, stolper dabei irgendwie fast die Treppe runter und bin unterwegs zum Stall. Ja, du erreichst den Stall und du schnupperst erstmal kein Rauch, kein Feuergeruch. Ja. Punkt 1, ja. Also das merkst du sofort instinktiv. Machst die kleine Seitentür auf, die so in den Mittelgang der Kühe, also zwischen den Kühen quasi hindurchführt. No? Im Stall ist natürlich dunkel. Du machst den Flipschalter um und die Neonröhren oben gehen blinkend an. Und du siehst, wie die Kühe tatsächlich vor dir weg sich bewegen. So in so einer Herdenbewegung, wie als wenn du ein Delfin oder ein Hai wärst, der in so einen anderen Fischschwarm, genau. Kannst du dir vorstellen. Mhm. Ich drehe mich kurz rum. Marc, schau mal, die Kühe drehen völlig frei.
Was ist denn mit denen los? Die laufen von mir weg. Marc kommt gerade angerannt und... Ja, was ist denn hier los? Ja, keine Ahnung. Ich wollte den Kühen, die laufen weg von mir. Was ist denn los? Hast du denen irgendwas Futter gegeben? Nein, er guckt so auf seine Casio-Uhr, so draufklicken, dass die Beleuchtung angeht. Füttern ist erst in einer halben Stunde. Ja, was ist denn los? Also, das ist ja ganz, ganz komisch. Mhm. Also, ich kann es mir nicht erklären. Wir würden nochmal verschiedene Anläufe machen und versuchen, die irgendwie zu beruhigen. Gib mir bitte einen Geschwindigkeitswurf. Der Mindestwurf wird durch meinen Wurf bestimmt. Gib mir eine Sekunde. Ich muss meinen SL-Tab noch aufmachen. Uiuiuiui. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Wo ist er denn? Da ist er. So. Und, okay. Ja, der Mindestwurf ist eine 1. Ja, warte, ich guck nochmal. Schaff ich. Aber nur knapp. Mit 1 und 1. Okay. So, du kannst deinen Würfel direkt wieder wegräumen. Und, kannst ausweichen als eine in Panik geratene Kuh. Auf dich zustürmt, ne, so den Kopf runternimmt und die Hörner tatsächlich nach vorne reißt und quasi mit so einer Kopfbewegung auf dich zurennt, um ihr Kalb zu beschützen. Und dir gelingt es wie so einem, wie heißen die bei den Cowboy-Shows? Rodeo-Reiter? Nee, genau die nicht, sondern die immer den Stier so ein bisschen dann ablenken. Clown. Ja, genau, solche, wie so ein Rodeo-Clown, genau. Kannst du halt auf diese Metallstangen der Gitter hochspringen und dir passiert nichts. Aber uiuiui, okay. Das war schon komisch. Im Normalfall, also das kennst du nicht. Das, Ich bin einfach total irritiert. Kletter wieder da runter, frag mich, was das soll, aber was, warum die Tiere irgendwie freidrehen. Ich würde nach den Katzen gucken oder vielleicht auch nach dem Hund oder so, ob die da ähnlich reagieren. Bevor du den Stall verlassen kannst, steht dein Großvater in der Tür. Blick dich an. Ab. Opa. Geh ins Haus. Okay. Seine stahlgrauen Augen scheinen dich zu durchbohren und dein Blick folgt dir, bis du die Tür des Hauses hinter dir geschlossen hast. Geht völlig aus der Frage, das war die, wir diskutieren gar nicht mehr Stimme. Das ist, way beyond mein Diskussionslevel. Genau. Also da, ja, wortlos gehe ich. Also normalerweise immer diskutieren und mit Opa eigentlich sowieso, weil, aber an der Stelle ist Opa nicht mehr diskutabel. Das ist so, keine Ahnung, Abteilung, ich habe eine Kuh angezündet. Ja. Laura sitzt bereits am Frühstückstisch, hat Kannen vorbereitet. Und guck dich dann an. Christopher hat dich reingeschickt. Ja. Warum auch immer. Du gehst heute nicht auf die Felder. Du hast ein bisschen Zeit, dich zu duschen und fertig zu machen und dann in die Schule zu gehen. Und schieb dir eine Tasse Kaffee hin. Typisch schwarz, wie du ihn magst. Ich trinke den Kaffee und freue mich, auf der einen Seite halt mal nichts zu tun, aber eigentlich habe ich doch immer was zu tun. Opa kann doch auch nicht mehr. Also was soll das denn? Marc ist mittlerweile auch nicht mehr der Stärkere von uns beiden. Irgendwie, ja. Es ist irritierend. Ich bin sehr, sehr irritiert. Ich freue mich, weniger zu machen, aber ich finde es komisch, weniger zu machen. Es ist alles in Ordnung, Harpe. Ja, ich weiß nicht. Oma, ist merkwürdig.
weißt du, manchmal hat man einfach einen schlechten Tag. Und gerade wenn sowas passiert, ne, dann gibt es immer irgendjemand, der schuld sein muss. Und dein Opa kann mitunter sehr, sehr, sehr ungemütlich werden. Und wenn er dich gerade weggeschickt hat bei sowas, ich habe das einmal erlebt mit deinem Dad. Da haben sich die beiden, und du merkst, wie sie sich das eigentliche Wort verkneift, und dann sagt, sehr gestritten. Und dabei sind Worte gefallen, die man nicht mehr so einfach zurücknehmen kann. Ja, okay. Okay, Oma, dann gehe ich heute in die Schule und kümmere mich um andere Sachen, aber alles klar. Ist heute Schule? Ja, Spätzchen, ja. Natürlich. Okay. So. Ihr hättet mir sagen können, ich das falsche Mikrofon anhabe, ist ja unglaublich. Nee, der klang hervorragend. Okay. Ist irritierend. Ist wirklich sehr irritierend. Okay. Ja, auch du machst dich fertig und ihr macht euch auf zur Schule. Und was dort passiert, sehen wir nach einer kleinen Werbeeinblendung, aka Getränkepause, aka kurz um die Ecke Gehpause. Und für euch YouTube geht es sofort weiter. Und da sind wir wieder. Wir sind vor der Schule. Alle sind pünktlich da. Ihr steht zusammen an den Fahrradständern. Und Lisa? an dir läuft ein Mädchen vorbei, das du sehr gut kennst. Es war bis vor kurzem deine beste Freundin, Michelle. Michelle, jetzt Teil der Cheerleader in diesem Cheerleader-Grüppchen mit der Schwester von Samantha, mit Patricia. Und als die so an euch vorbeilaufen, ja, bemerkt ihr ein Getuschel. Genau. Ich weiß ja nicht, ob die anderen... Alle? Die Cheerleader tuscheln alle, ja? Ja, bemerken wir das alle? Ja, das bemerkt ihr alle. Hey, was gibt's da zum Tuscheln? Ach, na, Platz. Ist egal. Versteht man irgendwas von dem Getuschel oder ist das nur so... Ich hab dich schon angemeckert. Du, Steven kann gern mal einen Wurf auf Klugheiten machen. Gerne. Vielleicht sind ja seine Ohren spitz genug. Jawohl. Mit deinem unglaublich guten Gehör hörst du sie tatsächlich Folgendes sagen. Michelle zu Patricia. Ja, und das ist einfach unmöglich. Hat die mich tatsächlich einfach versetzt, einfach sitzen lassen. Ja, und das nur wegen dieser kleinen Kackbratzen, die ihre Eltern da quasi mit nach Hause bringen. Patricia zu Michelle. Ja, und weißt du, überall, wo Samantha auftaucht, ist wieder Ärger. Und ich darf's ausbaden. Daraufhin eine der anderen Cheerleaderinnen, ihr Name ist Claudia. Oh ja, wir sollten ihn vielleicht mal so richtig eins auswischen, damit sie mal merken, wie das ist. Und dann ist schon Harpers Einschreiten und das Getuschel verstummt. Okay. Reagieren die in irgendeiner Form auf mich? Man guckt dich so ein bisschen, ne, so deine schmutzige Hose, dein schmutziges Hemd oder abgewetzte Hose, abgewetztes Hemd. Man guckt dich so ein bisschen von oben herab an. Also die Mädels sind kleiner als du, aber so
abschätzend, so eine Welle von Missgunst schlägt dir entgegen. Und du kriegst tatsächlich keine aktive Antwort. Ja, okay, aber damit kann ich ja leben. Das fühlt sich nicht unvertraut an. Das kenne ich ja so. Ja. Okay. Ja, ich sag, komm, lass weitergehen. Die haben eh nichts Tolles zu sagen. Und ich ermutige die anderen weiter zu. Sam? Ist das deine Schwester? Mhm. Okay. Das ist meine ehemalige beste Freundin, mit der sie sich da unterhält. Oh. Wir haben uns ein bisschen zerstritten. Michelle kennt es halt nicht, Verantwortung zu übernehmen und sie hatte halt einfach kein Verständnis dafür, dass ich halt einfach Pflichten zu Hause habe und seitdem redet sie halt nicht mehr mit mir. Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, was ich ihr getan habe, aber... Das ist natürlich blöd. Also, ich meine, in Sachen Verantwortung sprichst du leider mit der falschen Person. Aber tendenziell ist das blöd, wenn jemand, auf den du dich verlassen hast, jemand, der immer für dich da war, du immer für denjenigen da warst, einfach weg ist. Das ist echt blöd. Aber es passt zu Michelle, dass sie sich ausgerechnet an Patricia anbietet. Da haben sich zwei gefunden, würde ich behaupten. Michelle kann gut nach dem Mund reden, wenn sie was will. Hausaufgaben, Ruhm. Weißt du, meine kleine Schwester, die will jedem gefallen. Also in erster Linie meinen Eltern. Und sie versucht alles Mögliche, um die beste Tochter der Welt zu werden. Und es tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, das kotzt mich einfach. Lass uns bitte von was anderem reden, ey. Einigen wir uns darauf, dass die beiden sich einfach gesucht und gefunden haben. Ja, ich hoffe nur, da passiert nichts Schlimmeres. Also Sam, deine Schwester... Michelle ist eigentlich harmlos. Also Sam, deine Schwester scheint nicht viel von dir zu halten, von dem, was ich gerade so rausgehört habe. Und von uns wohl auch nicht. Hast du was gehört? Ja, sie haben, ich vermute mal, mit Kackbratzen haben sie vermutlich uns gemeint. Also anscheinend hat wohl, sieht Michelle das so, als wenn du sie wegen uns versetzt hättest. Und Patricia sagt, dass überall, wo Sam ist, Probleme auftreten und dass sie sie ausbaden muss. Ich kann doch nichts dafür, dass sie immer in die Bresche springt. Und eine ihrer anderen Freundinnen haben gemeint, sie müssten uns eventuell mal eine Lektion erteilen. Müssen sie das? Was wollen sie schon groß machen? Mir fällt sehr viel ein, was man Chili denn antun könnte. Vielleicht sollten wir einfach zuvorkommen. Aber nichts, was verboten ist. Nein, natürlich nicht. Was ist denn aus dem Buch geworden eigentlich? Und wollten wir nicht... Wir hatten doch ganz viele andere Sachen zu tun. Die blöden Hühner interessieren mich doch überhaupt nicht. Wir wollten doch nach dem Buch gucken. Und was war denn gestern los? Hattet ihr auch irgendwelche Begegnungen heute Morgen? Also, ich habe tausend andere Sachen in meinem Kopf, außer die blöden Gänse. Wie meinst du Begegnungen? Ja, keine Ahnung. Heute Morgen sind die Tiere völlig freigedreht. Ich bin in den Stall gegangen, wie immer. Die Kühe muhen sich die Seele aus dem Leib. Ich komme hin, der greift mir die Kuh an. Das hatte ich noch nie. Hä? Ich will nichts sagen, aber Silver war heute Morgen auch sehr seltsam. Stimmt, wo ist der eigentlich? Der wollte mich beißen und kratzen. Ich habe ihn zu Hause gelassen. Ja. Und das? Weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Ich rede normalerweise nicht über so einen Scheiß, aber... Ich hab echt Quatsch geträumt. Also, da schüttelt's mich jetzt schon direkt. Du auch?
Ich habe auch sehr schlecht geträumt. Weißen Katzen und sowas? Ja, ich kann mich schlecht an Träume erinnern. Ich bin da echt nicht gut drin. Aber heute Morgen, das war echt eine komische Begegnung. Okay. Haben wir alle das Gleiche geträumt? Ich fürchte. Aber warum? Kann das mit dem Friedhof zusammenhängen? Oder mit dem... Wie ist es? Ich habe jetzt nur eine Tür eingetreten. So schlimm war das jetzt nicht. Naja, und Silver hat sich da ja auch noch, naja, nicht normal verhalten. Der war schon sehr ruhig und hat sich halt gar nicht mehr bewegt, wie als wenn er eingefroren wäre, aber... Also ich habe auf jeden Fall in meinem Traum eine Eule rufen hören. Und eine Eule, die nachts ruft und die man hört. Naja, man sagt im Volksmund, es ist ein schlechtes Omen. Ja, aber machen das Eulen nachts nicht immer? Ja, aber es gibt die Sage, dass das im Endeffekt ein schlechtes Omen ist. Leute, wir sollten, glaube ich, reden. Ja. Oder dann nochmal hingehen. Nein, ich hab heute Morgen so... Ich hab, nachdem ich so schlecht geträumt habe, ich bin super früh aufgewacht, noch früher als sonst. Und dann, ich habe mich so unwohl gefühlt und es war alles so, draußen war es so gruselig. Ich habe das Gefühl, mich hat der Traum auch nach draußen verfolgt und dann hatte ich das Gefühl, irgendwas läuft draußen rum und dann habe ich nochmal in das Buch geguckt und ich glaube, wir sollten uns das nochmal genau angucken. Steven, du kannst doch auch gut Rätsel entschlüsseln. Ja, das ist mein Hobby. Sollten wir das jetzt erstmal beiseite schieben und die Schule machen? Und ich habe heute Nachmittag keine AGs. Habt ihr Zeit? Können wir uns heute Nachmittag treffen? Ich habe Zeit. Was haltet ihr davon, wenn wir einfach die Schule sein lassen und uns jetzt darum kümmern? Auf gar keinen Fall. Ja, aber das fällt doch nicht auf. Ja, wäre schon im Bereich des Möglichen. Apropos im Bereich des Möglichen. Lisa, ist es im Bereich des Möglichen, dass ich mir die Hausaufgaben nochmal von dir genauer angucke? Die brauchst du nicht, wenn wir nicht reingehen. Das ist richtig. Aber ich dachte mir, doppelt doof ist, wenn wir nicht reingehen und ich habe die Hausaufgaben nicht. Das wäre blöd, das stimmt. Dann müsste ich Lisa morgen erneut fragen. Für heute und morgen. Ich weiß selber nicht, ob ich meine Hausaufgaben gemacht habe gestern noch. Also, ich nicht. Wir haben in der 5. und 6. Sport. Ja, da will ich auf jeden Fall da sein. Ja, lass mich raten, Lisa, du wolltest nicht. Von mir aus könnten wir schon... Bis zur 5. und 6. wegbleiben und dann wieder aufs Feld gehen und dann trainieren. Das finde ich eine gute Idee. Nein. Oh, also Sport muss jetzt auch nicht zwingend sein, wenn ich ehrlich bin. Wir machen das anders. Wir machen, um Lisa den Gefallen zu machen, 1 bis 4 gehen wir brav zur Schule, versuchen aufzupassen, schreiben vielleicht mit, der eine mehr, der andere weniger. Harp kann dann seinen Sport machen und wir sitzen einfach daneben und gucken zu. So wie sich das gehört. Ja, ihr könnt vielleicht in der Zeit das Buch lesen oder so. Das haben wir auch noch nicht gelesen. Könnten uns ja in der Schulbücherei treffen. Das ja, genau. Oder auf dem Feld. Alle zusammen machen. In der Bibliothek. Also bin ich heute sowieso Sport draußen auf dem Leichtathletikfeld? Also, ich könnte behaupten, ich habe meine Tage. Ja, ich glaube, es ist Football angesagt. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, dass... Da bin ich eh raus. ...dass Coach Carter irgendwas anderes macht als Football. Ich hatte bisher nur Football. Ich habe eigentlich auch keine Lust, meine Schwester zu sehen in ihrem Cheerleading-Kostüm. Ja gut, die machen, das ist okay. Okay, wenn Harp unbedingt Sport machen will, dann gehe ich vorher zum Coach und sag, ich habe Bauchschmerzen und ich muss nach Hause. Und wir treffen uns dann draußen in der großen Eiche. Okay. Muss ich mir auch noch irgendwas einfallen lassen. Und Harp kommt dann dazu, wenn er fertig ist. Ja, ich muss jetzt auch nicht alleine unbedingt. Ach ja, okay, dann ich komme mit. Es ist ja auch schon egal, ja, okay.
dann nach wir der sechsten Stunde auch Sport. Können wir uns auch in der Schule unterhalten? Warum manchmal jetzt einen Plan machen für nach die Schule? Egal, ja. Deswegen habe ich ja gesagt, wir können eigentlich sofort anfangen, aber. Ja. Ihr wollt ja unbedingt in die Schule. Können wir nicht, da schreiben wir nächste Woche eine Arbeit, da können wir nicht fehlen. Ach krass. Worüber? Ich habe doch keine Ahnung, Dieter. Sam, du solltest auch in Chemie dabei sein. Du hast noch gar nicht richtig mitgekriegt, was wir alles machen. Stimmt. Wahrscheinlich ist es langweilig. Ich glaube, irgendwas mit entzündlichen Gasen war es, glaube ich. Das wiederum ist interessant. Vielleicht sollte ich wirklich mitkommen. Letzte Woche hat er einen Ballon platzen lassen mit Knallgas. Stimmt. Es gab eine kleine schöne Stichflamme. Vielleicht kriegen wir auch das Rezept für eine Stinkbombe raus. Das würde den Cheerleadern bestimmt gut gefallen. Sam. Was denn? Okay, also abgemacht. Nach der vierten treffen wir uns an der großen Eiche und dann suchen wir uns ein ruhiges Plätzchen. Ich hab da schon eine Idee. Okay. Gut. Auf ins Verderben. Ihr betretet das Schulgebäude und geht in eure Klassen. Und das tut mir jetzt leid. Lisa, was hast du denn in der zweiten Stunde? In der zweiten Stunde? Ja, Chemie. Okay. Da bist du mit Sam zusammen und mit Steven. Ist Harper auch da in der... Klar. Okay, gut. Okay, dann hätte ich mir den Wurf aussparen können. Ja, so viele Chemiekurse gibt es an der Schule nicht. Mhm. Okay. Ich würde einfach behaupten, wir sind in den meisten Klassen zusammen, der Einfachheit halber. Sonst müssen wir verschiedene Zeitstränge bespielen. Das ist einfach immer unangenehm. Ja, okay, gut. Hatten wir noch nicht festgelegt, deswegen, okay, ja. Dann legen wir das jetzt so fest. Ihr habt ganz ähnliche oder die gleichen Kurse in 90% aller Fälle. Auf jeden Fall, ihr sitzt so an der Seite des Raumes bei den Fenstern. Das ist der beste Platz, meint Lisa, weil da kriegt man richtig schön viel Licht hin und der Lehrer malt so ein paar Sachen an die Tafel und meint dann so, jetzt machen wir ein Experiment. Ihr seht diese Reagenzen vor euch aufgebaut und jetzt nehmt ihr folgende Reagenz und Lisa nimmt so ganz Feuer und Flamme dieses eine Reagenzglas. Und würfelt mir mal bitte einen Wurf auf Geschwindigkeit. Der Mindestwurf ist eine 6. Geschwindigkeit? Mhm. Es gibt einen großen Knall. Als ein Vogel mit voller Geschwindigkeit gegen genau das Fenster hinter dir fliegt und das Fenster tatsächlich splittert. Du springst zur Seite und schaffst es dabei sogar, das Reagenzglas in der Hand zu behalten und die Flüssigkeit nicht zu verschütten. Ein kaputtes Fenster und da liegt auf eurem Tisch ein toter Rabe. Also, ein sterbender Rabe, der euch ankrächzt und anfunkelt. Das sieht ja irgendwie gefährlich aus. Eigentlich nicht, ne? Nicht so wie Silber heute Morgen. Nee, also der sieht, nach einem Genickbruch flattert der natürlich noch so aus den Reflexen heraus und krächzt euch wütend an und ja. Ich weiche ein Stück zurück. Ja, was ist denn da hinten los? Ich,
rappelt auf und stellt dieses Reagenzglas, das ich sehr verwundert immer noch in der Hand halte, auf den Tisch und guckt die anderen an. Alles okay? Das ist ein schlechtes Zeichen. Das ist ein schlechtes Zeichen. Der Rabe in irgendeiner Form. Entschuldigung, sieht der Rabe in irgendeiner Form derbend oder leidend aus? Naja, der hat einen Genickbruch und stirbt halt, während er euch wütend ankrächzt. Der Lehrer erhebt sich vorne und kommt langsam in eure Richtung, weil er natürlich auch das Glas hat klirren hören, aber halt auf seine Zettel geguckt hat in der Zeit. Ja. Das heißt, der hat noch nicht bemerkt, was passiert ist. Ich wollte gerade sagen, fällt das nicht auf, wenn einfach eine Scheibe fehlt? Er hat das tatsächlich noch nicht gesehen. Also, ja. Okay. Wir haben hier einen... Mr. Tanner? Graben auf unserem Tisch. Ja, was ist denn hier los? Ich weiß nicht. Er guckt die Scheibe an, er guckt den Raben an, er guckt euch an. Was habt ihr gemacht? Gar nichts. Nichts, gar nichts. Der Rabe ist gegen die Scheibe geflogen. Durch die Scheibe. Mr. Peterson, Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass es das normale Verhalten von Vögeln ist, einfach durch eine Scheibe hindurch zu fliegen. Natürlich will ich Ihnen das... Nein, haben Sie ja natürlich recht. Das ist. Nein. Aber Mr. dumme Tanner, Raben gibt es schon viele. Mr. Tanner, wir haben wirklich nichts gemacht. Wir wollten gerade den Versuch aufbauen und dann hat es hinter mir nur gekracht und ich habe es noch geschafft, zur Seite zu springen. Sie sehen ja, das Glas liegt auf unserem Tisch. Das heißt, wir haben nichts gemacht. Der ist von draußen reingeflogen. Wir können von Glück sagen, dass jemand verletzt worden ist und dass keine Reagenzien und kein Schulmaterial kaputt gegangen ist. Lisa, was machen wir jetzt mit dem Raben? Würfle bitte... Zappelt der Rabe noch? Ja, der zappelt noch, ja. Dann zappelt er jetzt nicht mehr, ich beende das. Okay. Also du nimmst ihn quasi und... Ja. Okay, gut. Er haucht in deiner Hand sein Leben aus. Also, tut mir leid, das kann ich nicht mit ansehen. Der wäre jetzt leider gestorben, es tut mir leid. Ja. Und ich leg ihn hin, so. Lisa, du machst bitte eine Charisma-Probe für mich gegen Herrn Tanner. Und der Mindestwurf ist ebenfalls eine 6. Ich leg meine Jacke über den Vogel. Möchtest du einen Token ausgeben? Lieber SL, ich möchte meine Liebe verteidigen. Okay. An der Stelle sei erwähnt, dass ich einen Vorteil von +3 auf alle meine Würfe erhalte, wenn ich einen Freund verteidige. Ja, ja, ja. Der böse Feind muss ja nicht der böse Feind sein. Ich kann ja auch ein Lehrer sein. Ja, ist richtig. Aber noch ist ganz kurz der Wurf von Lisa. Genau. Und Lisa kann sich jetzt entscheiden. Wenn du das möchtest. Genau. Lisa kann sich jetzt entscheiden, ob sie für ein +3 einen Token verwendet. Sie hat aus dem Chat einen zusätzlichen Token erhalten. Ich benutze sehr gerne den Hansa-Token dafür, dass ich diesen Wurf schaffe. Okay. Damit wird der Token abgezogen und da ist er auch schon weg. Mr. Tanner guckt dich streng an und dann merkst du, wie ob deiner Worte seine Stimme sehr viel weicher wird. Und wir haben wirklich nichts gemacht. Ach, Mrs. Parker. Okay, okay. Aber nur, also ich glaube Ihnen nur, weil Sie hier mit am Tisch sind. Oh. Patterson, danke, dass Sie sich um das Tier gekümmert haben. Ich werde dem Hausmeister sagen, dass er dann hier gleich aufräumen soll.
Ist jemand hier am Tisch verletzt durch die Glassplitter? Ich schaue an mir runter und stelle vermutlich nichts fest, oder? Genau. Es sei denn, du sagst, ja klar, habe ich mich geschnitten. Das darfst du entscheiden. Ja. Okay. Meine ganzen Sachen sind halt nur unter den Splittern begraben. Ich muss das erstmal versuchen, irgendwie hier alles wieder zusammenzuklauben. Nein. Arbeiten kann ich hier nicht mehr. Ja. Ich würde vorschlagen, Sie vier bekommen die restliche Stunde frei und ich werde dem Hausmeister sagen, er soll dann gleich den Platz sauber machen. Zur Pause erhalten Sie dann alles, was Ihnen gehört. Das wird Ihnen dann der Hausmeister bringen. Ist dein Rucksack auch voll mit Streuseln, wollte ich schon sagen, mit Glasscherben? Nee, mein Rucksack hing ja unten am Tisch. Die dürfen wir ja nicht auf den Tisch stellen. Deswegen mache ich das ja nicht. Deswegen hänge ich den immer unten an den Haken dran. Und der war natürlich zu und deswegen ist dem Rucksack nichts passiert. Du siehst an der Stelle, während sie das sagt, wie Haber seinen Rucksack einfach vom Tisch runterschiebt. Er fällt dabei runter und krach. Den sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Also, ich bin dafür, wir nehmen eh alle Rucksäcke mit und ich werde auch meine Jacke mit Inhalt mitnehmen, sobald der Lehrer sich umgedreht hat. Mhm. Ja, der geht vor an seinen Schreibtisch, stellt euch vier Zettel für die Gangaufsicht aus, ne, und bescheinigt euch, dass ihr quasi jetzt die restliche Stunde in Freistunde gehen könnt und ja. Das heißt natürlich auch, im Normalfall halt das Gelände nicht verlassen. Bist du ja. Okay, dann. Ja, cool. Würde ich sagen, gehen wir vor und holen den Zettel ab und gehen raus auf den Gang. Mhm. Mit unseren Sachen, die wir mitnehmen können. Mhm. Ja, es dauert tatsächlich gar nicht lang, dann kommt ihr zu einer Gangaufsicht, die sich den Zettel zeigen lässt und ja, alles gut, lässt euch quasi passieren. Wo wollt ihr denn hin? Nach draußen. So, okay. Als Frage. Ach so, in die Runde. Also, okay. Wir könnten auch... Ich kenne da einen Raum, der ist eigentlich immer offen. Und da geht eigentlich niemand hin, so mitten im Schuljahr. Kommt mal mit. Was kennst denn du bitte für Räume? Ja, okay, ich folge dir mit Begeisterung. Ich gehe durch das Schulgebäude und bieg einmal links ab, zweimal rechts und gehe am Hausmeisterbüro vorbei und ganz am Ende des Ganges, auf der linken Seite, ist so eine Tür, die total unscheinbar ist und die mache ich auf. Und wink euch zu, dass ihr mitkommen sollt. Und ja, das ist der Raum, wo die nicht gebrauchten Schulbücher gelagert werden im Laufe des Schuljahres. Das braucht keiner. Und hier kann man sich super verstecken und Hausaufgaben machen oder andere Dinge. Zwischendurch was lesen. Wenn man Ich bin ein bisschen fasziniert. Ja, wenn man vielleicht nicht so mit den anderen Leuten zusammen die Pause verbringen will oder so. Erkennst du diesen Raum? Miss Molly hat mich letztens nochmal hier hingeschickt, weil hier Patricia neue Bücher brauchte und Sam. Gucke mich um. Und... Ja, finde den Raum irgendwie faszinierend. Dann gehen wir wahrscheinlich rein, würde ich sagen, oder? Wenn der Rest nichts dagegen hat. Mhm. Das passt schon. Ja. Keine Präferenz. Ich gehe davon aus, es werden vielleicht sogar auch Tisch und Stühle da sein, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall setze ich mich auf den Boden, habe meine Jacke, also schneide sitzt auf dem Boden, habe meine Jacke vor mir. Und pack den toten Raben ganz vorsichtig aus
und streichel ihn ganz sanft über den Kopf. Wait, wann hast du den toten Raben mitgenommen? Was? So als ob ich mich bei ihm entschuldigen wollen würde, weil er wohl aufgrund uns ich höre den gar nicht zu. Den toten Raben eingepackt. Sie hat ihre Jacke so zusammengeschlagen und durch die dann quasi so untergeklemmt. Ja. Okay. Also ihr seht wirklich, dass sie fast liebevoll den Rabenschräger Krähe, was auch immer es ist. Er ist tot, Sam. Streichelt. Hey, Mr. Tanner denkt jetzt vielleicht, wir haben doch was damit zu tun. Ja, aber es ist nicht richtig. Also ich habe das Gefühl, dass er wegen uns gestorben ist und das Gefühl lässt mich nicht los. Wenn ich überlege, wie die Kühe reagiert haben bei Harp, wenn ich überlege, wie Silver heute Morgen reagiert hat. Was ist, wenn wir irgendwas gemacht haben, was die Tiere einfach jetzt merken, wissen und wir es einfach noch nicht geschnallt haben? Also, vielleicht habe ich da so einen Hinweis und heute Morgen was entdeckt, was ich euch zeigen wollte. Ja, erzähl. Ja, und ich hole das Buch raus und schlag das Buch auf der Seite auf, die ich heute Morgen aufgeschlagen hatte und wo ich das entschlüsselt hatte. Und hole den Handspiegel vorne aus meiner Tasche raus und halt ihn halt so hin, dass ihr halt auch lesen könnt. Oder auch erkennen könnt, dass es in Spiegelschrift geschrieben steht. So, ich versuche nicht mehr zu Sam und den toten Raben zu schauen. Weil mir das dann doch ein leicht flaues Gefühl im Magen gibt und versuche mich dann auf das zu konzentrieren, was gerade Lisa macht. Und gehe dann auch etwas näher hin und versuche das dann selber zu lesen. Mhm. Sven, kannst du das nochmal zusammenfassen? Ich war heute Morgen etwas aufgeregt und könnte das jetzt nicht so gut zusammenfassen. Ja, und zwar Sekunde. Genau. Ich muss kurz unterbrechen. Ja. Was für ein geiler Gegenstand. Mhm. Ja. Ja, kommt gleich, nicht sofort, kommt gleich. Genau, zusammenfassend. Ben, du atmest gerade sehr schwer ins Mikro, ich weiß gerade nicht warum. Ja, alles gut, nein, alles gut, ich hab's einfach näher ran, hab mich anders hingesetzt. Okay. Ah, okay, gut. Und zwar steht in dem Buch, dass es, dass die Mönche der Umgebung, also die ersten Siedler, da gab es auch ein paar Mönche, die hier eine Mission gegründet haben. Und das indigene Volk hatte eine Person, den die Mönche als Animalium Susurator bezeichneten, der eins mit der Tierwelt war. Genau. Und der entstammte wohl einer langen Familie und anscheinend soll das Erbe wohl weitergegeben worden sein. Wenn ich das richtig im Kopf habe, war dieser Animalium Susurator sozusagen der Herrscher der Tiere, ne? Ja. Kann man so bezeichnen. Mhm. Aber wenn es irgendwie darum geht, ein Herrscher der Tiere zu sein, warum waren dann unsere Begegnungen mit den Tieren in jeder Hinsicht immer ablehnend und nicht in irgendeiner Form unterstützend, gemeinschaftlich, verständlich, sondern immer ablehnend? Vielleicht haben wir ihn verärgert? Na gut, erstmal wissen wir ja nicht, wie man zum Herrscher der Tiere wird und... Na, vielleicht mit dem Buch. Wenn das Buch hat, ist Herrscher der Tiere. Nein, da steht doch, könnt ihr das nicht lesen? Da steht doch, dass das irgendwie so ein Generationending war, dass das irgendwie immer weitergegeben wird.
Genau. Und wen haben wir auf dem Friedhof gesehen? Ja, wen haben wir auf dem Friedhof gesehen? Ich bin weggelaufen. Wen haben wir auf dem Friedhof gesehen? Haben die doch erzählt. Hier den Dings. Ja, genau, ja. Den Dings, den Bums. Den Dings, genau. Ja, also, ich kann mich nicht dran erinnern, ich bin zerstreut. Kann man erstmal über den Spiegel noch mehr als diesen Text lesen oder noch mehr entziffern? Erstmal die erste Frage. Natürlich könntet ihr mehr entziffern, das dauert aber, es ist sehr, 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 sehr anstrengend. Also das wird eine Weile brauchen. Sven, ich habe eine 7 gewürfelt mit Klugheit, also eine 4 und explodiert 7. Mhm. Kann ich mich an den Vorsitzenden des Heimatvereins Mr. Smith erinnern? Ja. Ja. Während Harper da gerade so denkend da sitzt, lasse ich das gerade nochmal so alles Revue passieren, was wir da gerade gelesen haben, und mir fällt mein Buch ein, was ich mir gestern aus der Bücherei, aus der Schulbücherei ausgeliehen hatte, über Märchen. Und da war eine Geschichte drin, da stand ein Märchen drin, was in die Richtung passen würde. Die sich jetzt gerne vorlesen täte. Bitte blicke in dein persönliches Discord. Da kommt gleich noch was, Sekunde. So. Ach du Scheiße. So. Da kommen wir gleich, weil du schlägst ja gleich die... erstmal dieses Märchen nach und guckst, ob das halt irgendwie passt. Mhm. Sam, während sie den Raben streichelt, fühlt sie etwas Festes im Gefieder. Ich muss nur gerade Dinge simultan tun. Warum sagst du Iu? Du streichelst einen toten Raben. Was kann noch mehr Iu sein? Da ist was Festes. Also, im Gefühl, Moment, hab ich mir mein Licht. Ja, sag ich doch. Ich bin ein 15 Jahre alter Teenager. Ich muss an der Stelle lachen. Also, ich bin in der Zwischenzeit ja in meinem Buch vertieft, ne? Er muss sich ablenken. Yeah. Mhm. Nein, ich gucke ganz vorsichtig, während ich mich weiterhin innerlich bei dem Tier entschuldige, schaue ich nach, was das sein könnte. Um den Nacken bzw. so über den Brustbereich, so hinter die Flügel, dahinter gewickelt, merkst du... Und guckst dann auch so zwischen die Federn und da ist eine dünne Goldkette gewickelt. Wer macht denn so einen Scheiß? Was hast du? Und da ist ein Anhänger dran. Vielleicht ist er darum gestorben, weil der ist vielleicht stranguliert und dann abgestürzt. Das ist eine Goldkette. Ich mach sie mal vorsichtig ab und dann können wir sie uns angucken. Mhm. Du machst die vorsichtig ab. Du merkst, die schneidet nicht ins Fleisch oder drückt dem Tier irgendetwas ab. Aber der Anhänger ist ein eigenartiger. Es ist eine goldene Feder, die an einer sehr dünnen Frauenkette hängt. Und diese Feder wirkt jetzt nicht wie so moderner Modeschmuck, sondern eher wie etwas, das ihr im Heimatmuseum sehen könntet. Und Harper, gib mir bitte einen Klugheitswurf. Ist ein offener Wurf. Ach, verdammt. Ist ein offener Wurf. Eine 2. Okay. Möchtest du das, ja, klar, was
Okay, er nimmt es. Er nimmt es, Leute. So. Man weiß nicht, was ich nehme oder ob ich neu würfel. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme immer. Ben, ich nehme mit. Ben erhält einen Token und wir machen ganz kurz alle anderen Leute stumm. So. Genau, macht euch stummt euch mal bitte alle kurz selber. Das wird spannend. So. Ich könnte nur ihr mich hören, Chat. Und die anderen hören nichts. Die hören nur den Musik. Ben. Ja, hier. Es war eine dunkle Nacht. Es hat geregnet. Blitze. Du sitzt in einem Auto. Vorne deine Mutter und dein Vater. Ein Blitz erhellt die Straße. Die beiden reden miteinander. Dein Bruder schläft, aber irgendetwas hat dich geweckt. Du weißt gar nicht mehr genau, wie alt du damals warst. Aber du erinnerst dich an diese Nacht. Es war die schrecklichste Nacht deines Lebens, auch wenn du sie erfolgreich über die Jahre verdrängt hast. Die beiden reden über ihren Hochzeitstag, der bald ansteht, und ob sie einen Babysitter für euch engagieren oder ob sie euch mitnehmen. Ob sie etwas Besonderes machen, wie mit euch nach Disney World zu fahren oder ob sie alleine eine kleine Reise unternehmen, so ein verlängertes Wochenende. Ja? In die Rockies, irgendwie zum Skifahren. Und du erinnerst dich. Es passiert wie in Zeitlupe. Ihr fahrt über die nasse Straße und die Blitze, und deine Mom bemerkt im Rückspiegel, dass du wach bist und aufmerksam zuhörst, und dreht sich zu dir um, beugt sich so zu dir runter und überprüft deinen Gurt und fragt dich mit einem sehr, sehr warmen Blick: Spätzchen, hast du schlecht geschlafen? Ist alles in Ordnung? Ja, Mama, alles gut. Alles gut. Ich habe mich nur erschrocken durch das Unwetter. Also sie bleibt weiterhin so zu dir zurückgewandt. Dir fällt etwas auf in dem Licht, das auf einmal ins Auto hineinfällt. Sie hat eine goldene Kette mit einer ja, Rabenfeder aus Gold um den Hals, und das Licht wird immer intensiver, und dann hörst Sven, du Sven, ganz kurz. Ja? Wer hat die Goldkette um den Hals? Deine Mom. Ja, Mama, okay. Alles genau. Du und ich höre die Hupe noch. Genau, du siehst dieses Licht immer intensiver in den Wagen reinstrahlen, guckst so nach links und hörst dieses Wup, Wup, und du hörst Gummireifen über den Asphalt schlittern, und dann gibt es diesen unglaublichen Aufprall von Tonnen auf den Wagen deines Vaters, eine Familienkutsche, und ihr werdet herumgeschleudert, und Deine Sicht verschwimmt und es wird alles schwarz, und du wachst kurz auf und du siehst in die stahlgrauen Augen deiner Mom, die dich starr angucken, und wie ihr langsam ein Blutstropfen so über die Stirn läuft, und jemand hebt dich hoch, und ist ein Feuerwehrmann, zu dem du tatsächlich immer noch ab und an Kontakt hast, der dich damals so hochgehoben hat und dir immer wieder ins Ohr gesagt hat: Schau da nicht hin, schau da nicht hin. Und dich festhält und im Arm wiegt. Und du siehst deine Mutter, als du zurückblickst, dort im Gras liegen, aus dem Auto herausgeschleudert. Und
das Funkeln der Goldkette bei einem letzten Aufblitzen. Und das ist eine Erinnerung. Ist die, ganz kurz, ist die mir so erschienen? Ist die mir so plopp in den Kopf gekommen? Ja, genau. Okay, also du weißt, dass das eine Erinnerung ist. Das ist nicht irgendwie, ne, sondern du hast davon ganz oft geträumt, sondern, ne? Okay. Genau. Danke. Okay. Dann winken wir mal jetzt zu. Genau. Ihr dürft wieder. Nur kurz, ich muss jetzt anklopfen. Dürfen wir wieder hören? Ja, ihr dürft. Ihr seid wieder feiny. Fanti hat es noch nicht. Nee, der ist noch nicht. Sekunde, ich schreibe ihn. Muss halt einfach. Ja, ich schreibe ihn. Der ist echt in Gedanken. Hat so ein bisschen gefühlt wie bei so Game-Shows oder so, wenn du so Kopfhörer aufkriegst. Ich hatte mir Mono Mira Luna live angemacht. Von 2023. Man kriegt echt den Gedanken. Da ist er wieder, der Fanti. So, ihr seid ja alle da. Sam, du werkelst da gerade an so einer Kette rum, ne? Hm? In dem Moment, wo ich diese Kette sehe... hey, das ist meine Kette! Gib die her! Und ich krall die einfach und napp die Kette aus der Hand und halt die ganz fest und... nimm die völlig wortlos und ohne irgendwie Widerstand möglich dir weg. Ohne Widerstand? Das heißt, ich darf nicht würfeln? Ich würde das im Narrativ jetzt so sagen, wenn du das auch so möchtest, dass du da wirklich gegenhalten möchtest, dann müssen wir drum würfeln. Aber dann, ja, wie du magst. Ich würde es einfach sehr fest und sehr schnell machen. Du darfst das gerne entscheiden, ob du dagegen wehren möchtest. Also so prinzipiell tut er dir nicht weh, bedeutet im Narrativ darf er das tatsächlich tun gerade. Ja, es sei denn, wie gesagt, du hast absolut was dagegen, weil storytechnisch zu dir gerade nicht passt. Ja? Ich bin zwar hin und her gerissen, aber ich lasse ihn machen, wahrscheinlich einfach auch, weil ich überrumpelt bin. Und solange er das erst dann macht, wenn ich sie schon losgemacht habe und mir aus der Hand reißt, ist alles gut. Wenn er es macht, während der Vogel noch dranhängt, würde ich mich definitiv wehren. Ich würde sie einfach dran ziehen, aber ohne, dass sie kaputt geht. Wo ist diese Kette her? Warum hat der scheiß Rabe die Kette? Was soll das? Papa, hey. Ich schreck Nein, hoch. Lass mich. Was lass ist mich. Jetzt los? Lass mich in Ruhe. Hä? Was ist das denn für eine Kette? Die kenne ich gar nicht. Ach, was klar, ist los? Lisa, kennst du die? Hä? Nein, die habe ich noch nie gesehen. Guck genau hin, die ist von Mama. Die hat Mama damals getragen, beim Unfall auf dem Highway, hat Mama diese Kette getragen. Ich habe die nie mehr wiedergesehen. Warum hat der scheiß Rabe diese Kette an? Als Mama und Papa gegen den LKW gefahren sind, beim Gewitter, damals im Herbst. Ich glaube, ich war 6. Da kannten wir uns schon. Das war in der Preschool. Da hatte Mama diese Kette immer an. Harper, lässt du mich sie kurz angucken? Ich erkenne sie nicht. Da ist ihre Rabenkette. Hier. Gib's. Okay, ich guck mir die Kette mal an. Ich habe die ja noch gar nicht gesehen. Naja, so mit 6 kannst du dich so als Gast im Haus wahrscheinlich nicht so gut dran erinnern. Möchtest du dich richtig anstrengen, um dich vielleicht daran zu erinnern? Ja. Okay. Du erinnerst dich an eine Gelegenheit, da warst du zu Besuch und da war Papas Mom gerade in der Küche und hat ihren Schmuck poliert. Und bevor du zu Harper ins Zimmer rauf bist, bist du wie immer bei ihr vorbei, weil da gab es halt immer einen Cookie, wenn du zu Besuch gekommen bist. Und da hast du diese Kette tatsächlich auf dem Tisch gesehen. Und sie ist dir aufgefallen, weil die einfach wie diese Feder gemacht ist, einfach völlig anders war als der Schmuck, den sie halt sonst getragen hat. Daran kannst du dich noch erinnern. Okay, und ich bin mir
wirklich sicher? Naja, so sicher, wie du halt 10 Jahre dich zurückerinnern kannst, genau. in die Zeit als 6-jähriges Kind. Harper hat dir das jetzt auch in den Kopf gesetzt, ne? Es könnte. Aber das steht ja außer Frage. Also das ist ja völlig außer Frage, dass das so ist. Lisa, gib wieder her. Lass mich mal ganz kurz noch gucken, bitte. Du hast doch jetzt geguckt, du musst ja doch nicht. Steht da was drauf? Ist da irgendwas eingraviert? Nein. Es ist nur eine Rabenfeder. Und die hat an beiden Enden quasi ein Kettchen. Nee, es ist so eine Feder, die so nach unten hängt. No? Ja. Und die halt aus massivem Gold gefertigt ist. Nicht groß, also vielleicht so. No? Also quasi, damit man mal so einen Vergleich hat, so eine halbe Nase. No? Warte. Naja. Also na, man also, fand die eine Drittelnase, nur um das einfach mal... zurück, genau. Also das Ding ist nicht groß, aber es ist halt außergewöhnlich, weil es halt aus massivem Gold ist und halt so wirkt wie ein Gold-Nugget, das halt bearbeitet wurde. Na? Und daraus dann halt quasi so eine stilisierte Feder gemacht wurde. Na? Genau. Okay, und auf der anderen Seite steht auch nichts. Nee. Wenn ich es umdrehe. Nee. Es, Lisa, jetzt hast du das dreimal rumgedreht, da steht ja immer noch nichts drauf. Gib das jetzt her! Hey, sei doch mal ein bisschen freundlicher. Ich. Harper! Du gibst mir. Du kannst mir doch. Das einfach jetzt wiedergeben. Ich habe jetzt dreimal bitte gesagt. Ja, du, bitteschön. Danke. Du hast dich gerade so vorgebeugt, um die Kette wieder so zu greifen. Und einer deiner größten Schätze fällt aus deiner Jackentasche. Ein Familienfoto von deinen Eltern, deinem Bruder und dir. Das hast du immer bei dir. Und als du die Kette nimmst und das Bild aufheben willst, siehst du, dass auf diesem Bild deine Mom diese Kette auch wirklich trägt. Ganz kurz, ich habe auf Geschwindigkeit gewürfelt, ja. von 12. Mhm. Ich würfel nochmal. Ich muss warten, weil ich den Stream, ich habe den vor der Uhr, ich kann nicht offen. Ja, eine 20, solide 20 mit einem W12. Ja. Ich würde das ganz schnell wieder aufheben, aber dann habe ich es, also wirklich so ganz schnell, zack. Und dann habe ich es in der Hand und sehe aber das Bild. Hier, Lisa, guck. Und ich. Hier, guck. Sei vorsichtig mit dem Bild. Und ich halte Sam da. Und ich halte es euch. Ich nehme das gar nicht in die Hand, sondern ich guck nur. Ich bin irgendwie immer noch gerade so ein bisschen abgelenkt von, also ich krieg das alles mit, bin aber gerade noch von meiner Geschichte noch so, die ich gerade eben gelesen habe, ein bisschen gefangen. Also ich bin so ein bisschen abwesend, mehr oder weniger, aber ich reagiere drauf, wie man halt abwesend auf was reagiert. Ja, ihr seht das Familienfoto. Von mir, meinen Eltern und Marc. Und da ist deutlich zu erkennen, dass Mama die Kette trägt. Das ist mutmaßlich vielleicht mit 5 oder 6 gemacht worden. Das ist ein Sommerfoto. Könnt ihr jetzt vermuten, dass es im Herbst danach Glück war. Es ist so ein bisschen vor der Farm. Und genau. Da kann man dann sehen, was zum Beispiel, wo das stattgefunden, aufgenommen wurde. Okay, Harper, sorry, du hast recht. Ja, tut mir leid, dass ich so misstrauisch war, aber nimm's mir nicht übel, du bist manchmal, was deine Eltern angeht, verständlicherweise gar kein Angriff, ein bisschen emotional. Oh, Entschuldigung. Ey. Ach.
Wenn du nicht meine beste Freundin wärst, Lisa. Jedem anderen hätte ich einfach die Nase gegeben dafür. Also, wir sind halt tot, ne? Was soll ich sagen? So emotional, wie ich eben bei toten Eltern sein kann. Ich hab doch gesagt, nimm's mir nicht übel. Es war nicht böse gemeint. Aber manchmal, es ist schon so lange her. Ja. Manchmal. Wir sprechen uns, wenn deine Eltern sterben, und dann reden wir auch danach nochmal. Ey, Leute, tief durchatmen, was? Bitte. Ja. Nein, nicht ey, was, sondern ja, tief durchatmen. Entschuldigung. Jeder hat ja Probleme. Nein, darum geht's nicht. Wir Leute, wollen niemanden untereinander etwas tun. Was denn, Steven? Ich habe doch gestern dieses Buch aus der Bücherei rausgeholt. Also ausgeliehen. Und da steht eine Geschichte drin, wo der Text aus dem Lederbuch mich gerade dran erinnert hat. Ich würde euch das Buch rüberreichen mit der offenen Geschichte. Jetzt die Frage, wer würde sich dieses Buch gerade anschauen? Oder diese Geschichte, die ich reiche? Es ist ein Buch. Okay. Aber ich würde es mir auch angucken. Okay. Hoch die Hände, ich fasse kein Buch an, freiwillig. Okay, dann... ihr kriegt gleich was von mir, einen Augenblick. Ich will es nicht. Pack die Kette gut weg. Pack sie wirklich. Ja, natürlich, mach ich meinen Rucksack. Das sind viele Zeichen für Discord, das gibt's doch nicht, ey. Einen Augenblick bitte. Ganz klar. Warte mal, Harper, warte mal. Und ich hole aus meiner Tasche ein Taschentuchpäckchen und nehme so die Taschentücher da raus. Und geb dir so die leere Taschentücherpackung, so dieses Plastik. Hier, tu die da rein, dann passiert vielleicht nichts. Und pack sie vielleicht in deine Jacke. Da geht sie nicht so schnell verloren. Ja, ich bin irritiert, wie Plastik Gold beschützen soll, aber ich vertraue Lisa und steck das da rein. Und mach's trotzdem immer in meinen Rucksack, weil ich einfach mehr von dem... Ja, wobei die Lederjacke ist ja schon auch wichtig. So, ich habe ja eine Lederjacke an, die ist ja Sam, groß. Kannst du das lesen? Oh. Ich hab dir gerade was geschickt. Ja. Bei mir geht's nicht. Okay, gut, dann muss ich das anders kopieren. Einen Augenblick. Dann machen wir das so rum. Ja, personalisiert. Genau, es ist aber auch... Chat, es ist auch egal, was ihr einlöst. Wenn ihr irgendwie auf Gegenstand klickt und es ist irgendwie ein Event oder sowas, das ist auch egal. Es geht darum, dass ihr partizipieren könnt. Eben. So. Und coole Ideen einbringen könnt. Und ob die jetzt irgendwie unter dem Titel des Gegenstandes stehen oder unter dem Titel des irgendwas anderes, ist dann eigentlich letztlich egal. Dann haben wir hier die erste Nachricht. Muss gerade gestehen, dass ich gerade zum ersten Mal solche Nachrichten verschicke. So, das hier. Was denn der Fanti da? Ich reiche das Buch weiter. Okay. Das gestaltet sich nur als schwieriger, als ich dachte. Gut, während du das Buch weiterreichst, wollte ich... Aber jetzt genug von der Kette. Da können wir uns später bitte nochmal Gedanken machen. Warum hat die denn der Rabe umgehabt? Ja, und was, ja, aber später, Lisa, können wir bitte ganz kurz mal nicht um die Mamas Kette reden, sondern wir hatten doch eben den Gedanken, dass so eine Kette vielleicht im Heimatmuseum, doch über die Kette, zu finden ist. Oder dass so ähnliche Ketten im Heimatmuseum zu finden sind. Sag mal, wäre das nicht sinnvoll, da mal hinzugehen? Ich würde, weil mich dieser Gedanke nicht loslässt, dieses Animalium Susurrator und dass das vererbt oder weitergegeben wird und dass Harpers Mutter auf einmal diese Kette hat, die von einem Raben ist, der uns irgendwie angreift, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich würde gerne nochmal in diesem Buch, was wir haben, recherchieren,
wie genau das weitergegeben wird. Ob das vererbt wird von Generation zu Generation oder ob das jemand speziell ausgesucht wird. Und ich habe ja zufälligerweise auf Recherchieren in Büchern plus 10 auf den Wurf. Genau. Das heißt, du nimmst dir jetzt ein bisschen Zeit und würdest das dann recherchieren und brauchst keinen Wurf machen, weil du automatisch auch eine 10 hast. Die 10 reicht, um das herauszufinden. Es dauert halt ein bisschen. Genau, ich warte nur gerade, dass Steven dir quasi das Buch noch weiterreicht. Ich habe eine Nachricht gekriegt. Mhm. Ja, es ist ein bisschen mehr Text. Oh ja, okay. Mhm. Ich habe mir Mühe gegeben. Eigentlich jetzt zu viel, oder? Oh ja. Genau, ich habe mir Mühe gegeben. Ja, das hat doch. Du bist gemutet gerade, genau. Aber vielleicht mag Lisa ja quasi vorlesen, was was da drin ist. Habs, soll ich es dir vorlesen? Ja, das wäre nett. Das Märchen vom Tierflüsterer, dem Schamanen des Waldes. Vor langer Zeit, in einer Welt, in der Menschen und Tiere noch im Einklang mit der Natur lebten, gab es ein Volk, das tief im Herzen eines uralten Waldes wohnte. Dieses Volk, die Stimmen des Waldes genannt, verehrte die Natur als heilig und respektierte jedes Lebewesen als Teil des großen Kreislaufs des Lebens. Unter ihnen lebte ein weiser Schamane, der mit den Tieren sprechen konnte, als wären sie seine Brüder und Schwestern. Sein Name war Vaya, was in der Sprache seines Volkes Wolf bedeutete. Kannst du das Mikro muten? Hab ich schon. Ich habe ihn schon gemutet. Okay, weil ich höre ihn noch, deswegen. Ach so. Vaya war nicht nur ein gewöhnlicher Schamane, sondern ein Mann, der eine einzigartige Verbindung zur Tierwelt besaß. Schon als Kind konnte er die Gedanken der Tiere hören, ihre Sorgen verstehen und ihre Freude teilen. Die Alten des Stammes erkannten seine Gabe und lehrten ihn die uralten Rituale und Lieder, die die Kräfte der Natur beschwören konnten. Doch es war sein Herz, das ihn zu einem wahren Tierflüsterer machte. Ein Herz, das voller Mitgefühl für jedes Lebewesen war, ob groß oder klein. Der Wald, in dem Vaya lebte, war ein Ort von außergewöhnlicher Schönheit, aber auch voller Geheimnisse. Die Tiere betrachteten ihn als ihren Beschützer und er beschützte sie vor den Gefahren, die von außen drohten. Wann immer ein Tier verletzt wurde oder ein Sturm den Wald heimsuchte, rief Vaya die Geister des Waldes an und heilte die Wunden der Natur. Doch es gab eine Legende, die ihm von den Ältesten überliefert wurde. Eine Warnung von einem kommenden Unheil. Die Legende sprach von einer Zeit, in der das Gleichgewicht der Natur gestört werden würde und die Tiere in großer Zahl sterben würden. Wenn dies geschah, so prophezeite die Legende, müsste der Schamane einen heiligen Ort schaffen, wo die Seelen der Tiere Frieden finden könnten, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Die Jahre vergingen und die Prophezeiung begann sich zu erfüllen. Ein fremdes Volk drang in den Wald ein, fällte die Bäume und jagte die Tiere ohne Maß und Ziel. Vaya kämpfte, um seine Heimat zu schützen, doch die Eindringlinge waren zahlreich und rücksichtslos. Bald wurden die Wälder still und die Tiere verschwanden, als die letzten Rufe des Lebens in der Dunkelheit verhallten. In seiner Verzweiflung erinnerte sich Vaya an die Worte der Alten. Er rief die Geister des Waldes an und bat sie um Hilfe. In einer Vision führten sie ihn zu einer versteckten Lichtung, tief im Herzen des Waldes, einem Ort, der von mächtigen Geistern bewacht wurde. Dort, auf dieser heiligen Lichtung, schuf Vaya einen Friedhof für die Tiere, einen Ort, an dem sie in Frieden ruhen konnten, fernab von der Gier und Zerstörung der Menschen. Vaya sprach alte Gebete und führte ein mächtiges Ritual durch, bei dem er sein eigenes Herzblut opferte, um den Ort mit seiner Seele zu verbinden.
Fortan würden die Geister der Tiere dort bleiben, beschützt und in Harmonie mit der Natur. Doch Vaya wusste, dass dieser Frieden zerbrechlich war. Sollte jemals jemand die Ruhe dieses heiligen Ortes stören, würde der Zorn der Geister die Welt überziehen und die Seelen der Tiere würden mit unermesslicher Macht zurückkehren. Vaya blieb der Hüter des Friedhofs bis zu seinem letzten Atemzug. Als er starb, verschmolz seine Seele mit dem Wald und er wurde zu einem ewigen Beschützer der Tiere und der Natur. Sein Volk, die Stimmen des Waldes, ehrte ihn als großen Schamanen und seine Geschichte wurde von Generation zu Generation weitergegeben, als ein Mahnmal für den Respekt vor der Natur. Viele Jahre vergingen und das fremde Volk verschwand, doch die Legende von Vaya, dem Tierflüsterer, lebt weiter. Es heißt, dass sein Geist immer noch über die Lichtung wacht, wo die Tiere in Frieden ruhen und dass seine Stimme in den Winden zu hören ist, die durch die Bäume flüstern. Eine Erinnerung daran, dass die Natur ihren Hütern nie vergessen hat. Ja, das war's. Euer Fakt. Und hier, liebe Freunde des Nerdzeitalters, geht es beim nächsten Mal weiter. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, fleißig Däumchen da lasst, Kommentare schreibt und uns hoffentlich ein bisschen anfeuert. Lieber Ben, lieber Anja, lieber Chris, liebe Maggie, danke, dass ihr wieder so unglaublich tolle Mitspieler wart. Ja, danke dir für die schöne SL-Zeit. Vielleicht habt ihr auf YouTube ein paar Ideen, die ihr gerne in die Kommentare posten könnt. Vielleicht kriegen wir es irgendwo unter. Ansonsten danke auch Anja, Chris und Maggie. Ja, vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke, bye. Tschüss.